Ja, herzlich willkommen zum 47. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Ein bisschen an die letzte Woche anschließend. Text wollte ich im Eingang eigentlich rezitieren, habe ich aber dann irgendwie übergangen und vergessen. Nach dem Ende des Kirchenjahres, nun Advent. Beginn des neuen Kirchenjahres. Am kommenden Sonntag lasst uns gemeinsam rezitieren. Advent. Etwas Neues beginnt im Dunkeln. Zeit des Wartens, Zeit des Lauschens, Zeit des Sehnens. Advent. Der Dunkelheit trauen, der Dunkelheit in mir, dem Nichtwissen, im verborgen Werdenden. Advent. Der Spur meiner Sehnsucht folgen, der leisen Stimme des Herzens, dem in Enttäuschung anklopfenden, der nach Heilung rufenden Wunde. Advent. Mich bereiten für das Wunder, wesentlich werden, durchlässig werden, empfänglich sein. Advent, Gottes Geburt im Seelengrund, den Weg der Verwandlung gehen, im Augenblick ankommen, Christus in mir entdecken. Advent, Weg zu meiner Menschwerdung. Letzte Woche, am Ende des Kirchenjahres, die Frage, was will sterben, was ist zu Ende gegangen, was gilt es als abgelebt zu lassen, um frei zu werden für das Neue, den Übergang, die Verwandlung, den Neubeginn. Und daran anschließend, heute Advent, etwas Neues beginnt im Dunkeln. Wie alles Große im Dunkeln beginnt und auch wir im Dunkeln begonnen. Im Dunkel der Erde, im Dunkel des Bodens, im Dunkel der Mutter. Und dieses Dunkel, was uns zunächst nicht weit und klar sehen lässt, ist eine Zeit des Wartens. Eine Zeit des Lauschens, eine Zeit des Sehnens. So wie es in den alten Adventsgebräuchen und Liedern noch tönt und klingt und deutlich wird, dieses Sehnsüchtige. Dieses schon Erahnen, dann kommt etwas Neues und noch ist es nicht da. Advent, deshalb der Dunkelheit trauen. Der Dunkelheit in mir. Große Weisheit der alten Kirche, diese Vorbereitungszeit. Dieses Fest der geweihten Nacht und der Menschwerdung. In die Tage des größten Dunkels des Jahreskreises zu legen. In der kürzesten Tag und der längsten Nacht. Eben um auszudrücken, damit das Neue kommen kann,
muss ich dem Dunkeln vertrauen. Dem Dunkeln in mir, dem Nichtwissen, dem Verborgenwerden. In diesem Dunkel trauen heißt auch die Ungewissheit aushalten. Dieses Dazwischen, zwischen dem Schon und dem noch nicht. Dieses so mühevolle und beschwerliche Dazwischen. Advent. Der Spur meiner Sehnsucht folgen. Diese Ahnung. Diesem Vorgeschmack. Auf ganzheitliches Heilsames. Und zu dieser Sehnsuchtsspur gehört die leise Stimme. Nicht die Laute. Nicht das, was im Vordergrund tönt, sondern im Hintergrund ganz leise schwingt. Der leisen Stimme des Herzens, die mich eher ahnungsvoll zumeist berührt und nicht wie der Glockenschlag, der Gloriosa stramm stehen lässt. Eben dem in Enttäuschung anklopfenden, diesem kleinen Autsch, das es immer und immer wieder gibt, an diesen Reibungs- und Enttäuschungspunkten, oft übergangen, oft bagatellisiert, oft nicht ernst genommen. Dem in Enttäuschung anklopfenden, der noch Heilung rufenden Wunde. Dem, was trotz aller Hinwendung mir immer noch im Wege steht, dem, was trotz aller Erforschung sich doch nach wie vor als ungestillt und ungeheilt erweist. Der Spur meiner Sehnsucht folgen, der leisen Stimme des Herzens. Das ist die Aufgabe des Advent. Und darin mich bereiten für das Wunder, für das Wesentliche, für die Tiefe. Nicht das, was offensichtlich und an der Oberfläche ist, sondern für das, was in der Tiefe liegt und ruht und ruft. Das Wesentliche suchen, durchlässig werden, berührbar, empfänglich sein. Bereit, etwas auszutragen. Es zu halten und zu tragen, bis es reif ist. Um Gestalt zu gewinnen und geboren zu werden. Und so dann Advent, Gottes Geburt im Seelengrund. Den Weg der Verwandlung gehen, wozu uns unsere Praxis des Sitzenden in Stille und des kontemplativen Gebets einlädt, im Augenblick ankommen. Und damit Christus in mir entdecken. Nicht draußen, nicht weit entfernt, nicht fremd. Präsent, gegenwärtig, anwesend. Advent. Der Weg durch den Advent hin zum Fest der geweihten Nacht. Weg zu meiner Menschwerdung.
den wir all in diesem Jahreskreis, Kirchenjahreskreislichen begehen und feiern, geht es nie um Museales, um Erinnerung eines einstmaligen historischen Ereignisses. Immer geht es darum, dass sich an uns vollzieht, was wir da begehen und feiern. Dass wir durch die Dunkelheit hindurchschreiten. Und wir neu und erneuert zur Welt kommen. Weg unserer Menschwerdung. Des Realisierens und Erfahrens dessen, was wir schon immer zutiefst sind. Und woran wir immer wieder die Erinnerung brauchen, weil wir immer wieder in die Falle tappen. Dessen, was Thomas Hübel Trauma Agreement nennt, nämlich dass die Trennung die eigentliche Wirklichkeit sei. Das ist aber Illusion. Das ist die Verbundenheit und Einheit. Und da hinein gilt es immer aufs Neue, uns hinein zu feiern. Uns zu vergewissern, uns zu inspirieren. Uns neu auf diesen Entwicklungsweg machen zu lassen. In dem, was uns der Liebhaber des Lebens aus Nazareth dann so vorlebt, nämlich diesem dauernden Stirb und Werde. Advent, Weg zu meiner Menschwerdung. Vollende deine Geburt. Kein einmaliges Ereignis am Beginn und irgendwann während deiner Lebensspanne. Dauerhafter Prozess. Dazu lädt uns der Advent ein. Damit das Kind, das Göttliche in uns ausgetragen, zur Welt kommen, zu kommen vermag. Und so dies ein wenig die Einstimmung auf die vor uns liegenden Wochen und auf das vor uns liegende große Fest der geweihten Nacht und der Menschwerdung.